Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und willkommen zurück in meinem Zimmer. Ja, ich habe mich gestern mit meinem besten Freund Jonas getroffen, weil wir was unternehmen wollten. Das hat sehr lange gedauert. Das hat, glaube ich, ja, schon vier Stunden oder vielleicht sogar länger gedauert. Und da hat es was mit Sansan zu tun. Genau, ich werde es euch das einfach mal zeigen. Und zwar haben wir aus einer kleinen Ohlzahnfigur ihn in eine Sansan-Figur umgewandelt. Es hat Spaß gemacht, aber es hat lange gedauert, weil es alles trocknen musste. Und wie ich es eben schon gesagt habe, sage ich jetzt nochmal, zeige ich ihn euch mal jetzt. Das ist die. Also das war alles vorher schwarz, ihr kennt ja wahrscheinlich alle ohne Zahn, das war alles vorher schwarz. Wir haben das alles nach Sansan jetzt angemalt, das war sehr viel Arbeit. Hier beim Auge haben wir leider mit der Farbe nicht ganz aufgepasst, aber ja. Es war schon sehr viel Arbeit, das kann ich euch sagen. Hier beim Schweif, da haben wir das weiß gemacht, weil ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt das da abschneiden oder rausschneiden. Weil Sansan hat ja eine andere Flosse, sag ich jetzt mal, am Ende. Und deswegen haben wir das dann mit dem Weiß dann sozusagen so getrennt. Wir wussten sonst nicht so genau, wie wir das machen sollten. Genau, ich sage nochmal den anderen Flügel, der ist eigentlich ja genauso. Kamera. Okay. Genau, hier von da unten haben wir den auch nochmal angemalt. Das ist alles sehr viel Arbeit gewesen. Kamera fokussiert. Alter, Kamera! Geht doch. Handy. Danke. Ich lege ihn mal dahin. Also eigentlich sind die Farben kräftiger, leuchten mehr, als es jetzt auf dem im Video zu sehen ist, aber was soll man machen? Ich glaube, mehr kann man jetzt auch nicht großartig zeigen. Also es war halt sehr, sehr viel Arbeit, den so hinzumalen. Also Jonas musste dann zwar schon gehen, weil der musste dann, er hatte keine Zeit mehr, aber ich habe dann die ganzen Punkte und so noch gemacht. Ja. So sieht er jetzt aus. Mal gucken. Also das ist höchstwahrscheinlich die einzige Sansan-Figur, die ich jetzt gerade kenne. Okay, hier unterm Licht sieht man das auch nicht so besonders besser, weil die Farben sind normalerweise kräftiger. Ja. Mal gucken, was ich mit dem jetzt mache. Oh. Und dann würde ich sagen,